Moin Leute, hier ist Genghis von der 11. Panzerdivision und das ist der Garagenpart meines WZ-120 Reviews. WZ-120, das ist der 9. mit der Chinesen. Man hat zwei Wahlen, um zu ihm hinzukommen. Entweder man geht über die Scouts, die Lights, WZ-31 und 32 oder über die Mets, T-34-1 und T-34-2 vor allem dann. Unterschied macht das schon. Erstmal ganz unterschiedlicher Spielstil. Zweitens, kommt man von den Mets, hat meinen ersten Motor erforscht. Das sind 60 Pferdestärken, die man mehr hat. Und das macht einen Unterschied. Kommt man von den Lights, hat man jedoch schon die zweite Kanone erforscht. Die zieht schneller ein, ist ein Tick genauer, schießt ein Tick schneller und hat genau 8 mehr Penne. Und so wenig 8 auch sein mögen, wenn man 181 auf einem 9er Met hat, gerne. Ich persönlich bin, wie ihr seht, über die Mets gekommen. Jedem seine Wahl. Wenn man schon beim Grind ist, der Grind ist schrecklich, grottig und alles, was ihr sonst noch so wollt. Das ist einer der schlimmsten Grinds, die ich bis jetzt hatte in diesem Spiel. Warum? Man fängt an, in meinem Fall mit 181 Penne, kriegt dann 189, braucht dann Ketten, dann Turm, dann 215 Penne. Da kann man langsam anfangen zu spielen, dann hat man erst irgendwann die Topknarre. Das sind ungefähr 200.000 EP und ist einfach ätzend. Deswegen mein Tipp, benutzt das Kettenmodul für Credits, für die Ketten, dass ihr die erstmal nicht kaufen müsst und den Turm raufhauen könnt. Und nur so viel EP wie ihr könnt, um mindestens zu dieser 100mm zu kommen. Die hat dann nämlich 320 Alpha und man kommt sich ungefähr vor wie so ein schlechterer T54, was doch eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Von da aus kann man sich dann überlegen, will ich weitergehen und gleich die Knarre holen? Will ich erst die Ketten? Will ich erst welchen Motor erforschen? Jedem seine Wahl. Ist eigentlich relativ egal. Einmal kurz durch die Stats. 1650 HP, komplett Standard bei einem 9er mit. Bisschen wenig, aber eigentlich voll ausreichend, um ein paar Schüsse zu fressen, wenn es sein muss. Gewicht, was auch immer. 600 Pferdestärken, man hat also mit meinem Aufbau knapp unter 16 Pferdestärken pro Tonne. Mit der guten Bodenresistenz und 46 km/h Topspeed ist man auf jeden Fall mobil, auch wenn man nicht rumrast wie ein Badget oder ein Leo. Und, ja, gibt's nicht viel zu sagen. Drehgeschwindigkeit 46 Grad pro Sekunde. Ist super, reicht locker aus. Kluck, 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 kluck. Sichtweite 390 Meter, Turmdrehgeschwindigkeit 42 Grad pro Sekunde. Alles beides super. Man dreht schnell, man kann viel umrunden. Und, spotten. Man hat eine sehr gute Camo, also spotten ist auch sofort und immer drin. Panzerung, Turmpanzerung, Front 220mm, plus hier, ihr seht Winkel, ihr seht hier Winkel, Seitwärtswinkel, überall Winkel. Das heißt, unter 240-50 Pendel kommt man an Knie durch frontal beim Turm. Und selbst mit drüber, also 260, 270 und dann 300 bei den 10er TDs, breit einiges ab. Also, man muss wirklich hier treffen und natürlich die Kommandolupen. Aber wenn man zum Beispiel gluck, gluck, gluck hier oben trifft, oder hier in der Seite trifft, abpraller, keine Chance, geht nicht durch. Deswegen, hold down, ist dieses Ding ein Biest. Kommandokuppeln sind da, sind zwei, sind normal groß und sind normal schlecht gepanzert. Leider. Wanne, man hat 100mm vorne, Winkel von 45 bis 60 Grad. Man hat auf jeden Fall, nicht wie beim Leoproto, man hat Panzerung. Ist nicht viel, es breit nix 9er, 10er Heavy ab oder so, in der Regel. Aber es breiten die 8er regelmäßig ab und naja, man kann schon einiges schaffen damit. Ist echt angenehm. Obendrauf, ich finde es ein Vorteil, jeder seine Meinung. Die Ketten gucken hier sehr weit vor, wie ihr seht. Das heißt zwar, man wird relativ oft getrackt, aber es heißt auch, dass wenn die Feinde von der Seite raufschießen, sie oft aber nur die Kette abgeht und das war's schon. Also die Ketten fressen echt extrem viel Schaden, reparieren auch sehr schnell, also das ist nicht ganz so problematisch wie bei anderen Panzern. Und dadurch finde ich, ist das Ganze cool, weil man einfach weniger Schaden kriegt am Ende. Trotzdem braucht man deswegen aber eine gute Repair Crew. Mit meiner Crew repariere ich so 4-5 Sekunden. Was eigentlich doch ganz okay ist, oder? Ja. Dann Seite, Amorek, leider. Butter dünne Seite, also keine Hoffnung. Und wenn man in Seite geschossen wird, geht leider mal das Amerik hoch. Deswegen wirklich immer von vorne gucken, mehr als mit anderen Panzern das sein muss.
Von vorne stirbt zwar manchmal der Fahrer, aber sonst sind eigentlich die Modulschäden relativ gering. Brennt tut man auch selten, deswegen fahre ich hier mit Remove Speedköpfen, ne? Das macht jeder, wie er will. Man kann auch natürlich genauso gut Feuerlöscher benutzen. Mein Aufbau, Stabi, keine Frage. Ansetzer, keine Frage. Lüftung ist eine Frage. Man könnte Optiken benutzen, wenn man mehr spotten will. Gerade wenn man hier ein bisschen Camo reinbringt. Man könnte einen Waffenrichtantrieb bringen, aber komme ich gleich nochmal zu, wenn ich zur Knarre komme. Und man könnte den Scherenfender benutzen. Ja, die Knarre 122 mm Kaliber ist massig. Man hat ganze 440 Eifer und nicht 390 wie bei anderen 122 mm Kanonen. Man schießt nur 5 Schuss die Minute. Es ist trotzdem, man hat eine gute TPM von 2200. Mit meiner Crew oder meinem Aufbau, also Ansetzer, Lüftung und Waffenbrüder, schieße ich einmal alle 9,9 Sekunden. Und ich finde, das ist super. Panel 249. Was will man eigentlich mehr? Genauigkeit 0,38. Mehr als ausreichend, aber man ist kein Sniper. Aimtime 3,4. Ist bisschen lang, aber es kommt einem gar nicht so lange vor, weil man aus der Bewegung oder aus der Fahrt gar nicht mehr so viel verliert an Genauigkeit und dadurch relativ schnell einzielt. Trotzdem muss man kurz stehen bleiben, einzeln zum Schießen. Man kann aber auch aus der Fahrt schießen und einiges treffen. Ja, kurz zum Vergleich. T54 erstmal ist ja die logische Kompetition für diesen Panzer, weil sie einfach so ähnlich sind. Vorteil von T54 ist, dass er ein bisschen schneller und wendiger ist und auch ein bisschen mehr gepanzert ist, gerade in der Wanne. Nachteil von T54 ist, dass seine Knarre halt eher eine DPM-Knarre ist, aber nicht diese Alpha und nicht diese Penne hat und er echt mehr reingehen muss im Nahkampf und nicht so zweite Linie bleiben kann. T54 hat ein bisschen mehr Richtwinkel, beide sind grottig, aber ich meine, guckt euch mal das Rohr an, das kann gleich da reinpassen, ja. Also hier manchmal habe ich gar keinen Richtwinkel und man muss daran anpassen. Es macht es auch schwer, holdown zu bleiben, wie man eigentlich sollte. Also, ich würde so sagen, ungefähr sowas wie ein Leo Proto oder so ist der reine Sniper bei den 9er Mets. T54 ist der reine Nahkämpfer. Das Ding ist irgendwo dazwischen. Sucht euch einen Stein, sucht euch einen Busch, schießt, sobald ihr könnt und haut einfach diese Schüsse raus. Das ist einfach cool. Das war es erstmal von mir hier und gleich geht's weiter mit den Replays. Also, hier ist das erste Replay. Wie ihr sehen könnt, ich bin auf der Luft, ich spiele mit Epirates, er ist im Leo PTA, ich bin im BC29. Es ist echt geiles Matchmaking. Und ich habe gleich von Anfang an gesagt, Alex, ich habe einen Plan. Du stellst dich hier hin, da an die Steine, ich fahre hier vorne unten hin, spotte und du schießt. Der TN70 wollte mich wieder wegschieben, naja, oder auch nicht, aber. Ihr seht auch gleich das Vorteil von hier, Remove Speed Governor. Das erlaubt mir einfach, durch die Gegend zu fahren, schneller da hochzukommen und nicht so viel zu fressen auf dem Weg dahin. Oder am besten gar nichts. Und hier fahren wir schon. Ihr seht gleich, der Richtwinkel ist grottig, ne? Ich kann nicht mehr hoch genug schießen, hier am Runterfahren auf den TN70 zu schießen. Na, weil das gerade Deutsch war. Und, tja. Jetzt seht ihr gerade den KN-Varon, aber ich bin schon hier hinter der Steinlinie vor mir. Und dadurch ist das eigentlich kein Problem. Ja, TN70, süß und niedlich, aber mehr auch nicht, ne? Oben. Und weg war er. So, und jetzt bin ich hier nämlich wohl down. Bis ich mit dem Richtwinkel spiele, kann ich den da echt wehtun gleich. Und das seht ihr auch. Bam. 486 Schaden. Das war über Durchschnitt, aber gar nicht mal so viel über Durchschnitt, ne? Und das ist das, was den Panzer ausmacht. Guck, oh, das war knapp, aber knapp daneben, auch vorbei. Und schon habe ich 1000 Schaden gemacht, ne? So. Guckt euch mal den IS-3 und den T-34 da an. Das war gerade irgendwie komischer Lag, dass sie lange gebraucht haben, bis sie bei mir aufgekommen sind, aber. Guckt euch mal an, wie lange die da hinten stehen bleiben. Jetzt kommt da IS-3 langsam an, da kommt noch einer. Irgendwann mal, glaube ich, ein Köti oder so rüber.
Seht ihr. Wie ihr seht, ich bin hier eigentlich fast voll down. Viel sehen sie von mir nicht, wenn ich hochkomme. Das mit dem Rückwärtsfahren, also Schießen, ist ein Trick von mir. Dadurch hat man nämlich weniger Richtwinkelprobleme. Der Schussgrad, frag mich nicht, wie der abgebreitet ist. Also, Heck vom Tiger, naja, er hat auch richtig Glück gehabt. Sagen wir es so. So. 110. Ich stehe schneller als der IS-3, deswegen kann ich auch gleich nochmal rauskommen. Wie ihr seht, ihr hättet nicht Zeit gehabt, auf mich zu schießen. Und nochmal hoch. Bisschen hin und her wackeln. Und da hat der IS-3 daneben geschossen, abgebreit. Ihr seht, da kommt man nicht durch, ne? Hier, Turmseite. Vergisst es. Dem IS-3 einer verpasst. Er hat aber leider nicht geschossen. Jetzt hat er geschossen. Ihr seht, ich fahre immer hoch, dann fahre ich kurz mal runter und dann fahre ich erst richtig hoch. Das ist, der Sinn davon ist einfach, dass ich nicht, dass ich immer daneben schieße im Groben. Mittlerweile sieht die Schlacht schon gut aus, ne? 4 zu 0, wenn man bedenkt, 47% sollte eigentlich ausgeglichen sein. Und der T-34 in der IS-3 von vorhin, ne? Die hier hinten gekämpft haben. Jetzt erst sind die angekommen. Und da habe ich gefressen. Da habe ich gefressen. T-34, IS-3, IS-3, glaube ich, oder so, ne? Also wenn man aufpasst, manchmal wenn down ist oder so. Bob. Seht alles hier obere Wanne, ne? Trotzdem. Und da habe ich auf einmal Schiss. Weil wenn der da stehen bleibt, oh, ist dumm, ne? Ich habe auch Alex. Alex versucht da hinzuschießen und der steht gut da. Ich habe auch noch Richtwinkelprobleme. Ich prall auch noch an der Kommandokuppel ab, weil ich versuche von unten schieße. In sehr schlechten Winkel. Aber er verzieht sich irgendwie. Also ich glaube, er hat auch Angst vor meiner Knarre, wie ich vor ihm habe. Ah, da kommt er wieder. Und der ist wieder weg. Ja, dann muss ich mal da hinten nochmal kurz. Naja, muss. Schenke ich dir nochmal meine Aufmerksamkeit. Das war ein schöner Schuss. Der sah fast aus, als ob der sich da so reingebogen hat, also. Und jetzt kriege ich langsam Schuss zwischen dem Arm X. Und dem T-32, der da gerade kommt. Und dem Köti, der gerade kommt. Aber mein Feuerschutz von da oben macht, was er kann. Ja. Einmal unsere Wanne. Ich hätte vielleicht tracken sollen, aber. Ja, die Typen waren irgendwann dann doch zu aggressiv, um es nett auszudrücken, ne? Kein Baron, ich habe aber keinen richtigen Schuss. Jetzt habe ich aber hinter mir einen. Und tja, ich hoffe, dass meine Deckung mir da was helfen kann, ne? Ich behalte jetzt einen starken Auge auf die Minimap, der runterkommt oder nicht. Das war kein schöner Schuss. Oder ich hatte nicht viel von ihm im Visier. Sagen wir es so. Ich habe gehofft, den Turmdach zu treffen, aber es sollte nicht sein. Aber ich wurde nicht gespottet. Daher denke ich mal, seine Optiken sind kaputt oder so. Und ich traue mich jetzt hier ein bisschen anders durchzufahren, hochzufahren, sonst was. Köti frisst eine. Und ich finde es lustig, der Löwe fährt so schnell hier hochwärts hoch, wie ich rückwärts. Ach, nochmal ein schlechter Schuss von mir. Hätte ich vorher einziehen sollen.
Aber ich glaube, der geht jetzt rein. Hup. Und weg ist er. Damit drehe ich mich dann auch um. Der KV-5. Keine Ahnung was. Der T-54 hat mich am Turm getroffen. Und er hat gerade was falsch gemacht. Nämlich er hat mir seine Turmleiter gezeigt. Hätte nur mir die Turmfront gezeigt beim Wegfahren, hätte ich wahrscheinlich nicht durchgekommen. Ich habe nur ein Ministück seiner Wand gesehen. Aber gut, ne? Ich beklage mich jetzt, wenn ich zu laut. AMX kommt. Trackt mich nur. Sie repariert, damit ich so viel gerammt krieg, weggerammt krieg. Und. So. Ich hatte eine Kanonenbande im Visier, deswegen muss ich nur mal kurz ein bisschen wegfahren und dann hab ich ihn rausnehmen können. Tja. Das ist erstmal das. Und das war's dann auch schon. Wir haben Waffenmodell gemacht. Jetzt geht's gleich zur Gefechtsansicht. Also, hier haben wir die Ergebnisse vom Gefecht eben. Ich habe 108.000 Credits gemacht mit Premium Pro und 2653 EP und zwar ohne mal 2, aber mit Event. Event, frag mich nicht mehr, was es war, aber es war cool. Credits aber waren ohne Event. Ich habe gemacht 6000 Schaden, 3000 Potenzial erhalten, also im Groben doppelt so viel wie ich HP habe, schön gerechnet. 6 gespottet und halt die ganzen Helms, die da hochgefahren sind an der Ecke. 4 Kills gemacht, 777 gespottet. 25 Schüsse geschossen, nur 20 getroffen und auch bei 3 sind abgeprallt, aber ist auch ganz schön normal eigentlich bei der Distanz. 6000 Schaden, Alex hat 2400 gemacht, zusammen 8 Kills und ich finde, die Schlacht ist super gelaufen. Jo, Waffenbrüder und Confederate, also Unterstützer. Ja, also hier ist das zweite Replay. Zur Abwechslung, wie ihr auch da oben in der Ecke schon sehen könnt, ich spiele mit Lag. Tue ich selten und eigentlich will ich das im Replay auch nicht zeigen. Aber ich finde, es zeigt Fehler, die ich gemacht habe, es zeigt, was ich gut gemacht habe. Und ich hoffe, ihr könnt dem Lag und auch einem Fehler, den ich mache, aber ich versuche das zu korrigieren, entschuldigen. Seht ihr auch gleich. Ensk, normaler Modus. Ich gehe erstmal hier links da vorne, nehme das Haus in den Busch. Gucken, was kommt. Ich habe ein bisschen Schuss vom T-62A und von den 3-9er. Magazin, Panzer, Metz. Da, Leck, ich bin zu weit rausgefahren. Aber gut. Ich sehe aber, dass die beiden T541 hier in der Stadt rumkurven und da. Freue mich also Sahne und Bohne. Und ja. Warte erstmal. Jetzt kommt auch noch ein WZ-111-4 und ein E75. Das heißt, wir sind gleich 4-9er hier und das heißt, wir müssen pushen, weil sonst kämpft hier zu viel rum, was nichts macht. Wahrscheinlich. Ich bin gerade, glaube ich, im Outtappen, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich merke den T2CC und leider nicht. Das ist ein bisschen dumm gerade, seht ihr auch gleich. Hopp. Ich bin nicht noch bei Firefox. Ich habe aber Glück gehabt, er trifft nur meine Knarre. Ja. Und die Lorraine macht genau das gleiche. Und das meinte ich auch vorhin in der Garage mit, die Ketten, die aber richtig viel Schaden essen. So, jetzt habe ich mal nachgeladen und guck, was ich so machen kann. Lorraine ist nochmal abgeprallt. Und Turmleiter vom T-64A, immer noch gerne. Das war das. Und jetzt sehe ich, oder ich sehe es gleich. Ich sehe es gleich. Dass er gerade in der Mitte, stolz wie er ist, ein IS-4 hochspaziert. Ich versuche noch der Lorraine anzupassen, aber it was not to be. Und damit denke ich mal, oh fuck. Der Patton hat auch den IS-4 gesehen, zum Glück. Ist aber noch Stock, also bis der Patton da durchkommt, dauert eine Weile. Und der T541 wird gerade, naja. Patton ist durchgekommen. Ich nehme mal zurück, was ich gerade gesagt habe. Und der Schuss war schlecht, schlecht, schlecht und schlechter. Ich versuche gerade ein bisschen zu spielen, Richtwinkel, Turm, Holdown und so weiter.
Ich kann leider nur seine obere Wand sehen und in dem Winkel reicht 250 Pinne dann doch nicht, obwohl der ES4 nicht so gut gepanzert ist. Aber jetzt hat der ES4 eine Lorraine 40T im Heck. Und das heißt das. Tja. Und noch einer. Und das meine ich aber mit dem Schaden von dieser Kanone, ne? Und noch einer. Tja, aber es steht 5 zu 7. Nicht gerade mein Traumwert. Und Objekt 268 ist auch nicht gerade mein Traumfeind. Hopp, einen habe ich ihm verpasst. Und jetzt hängt es davon ab, wie gut ich bin und wie gut er ist, ob er mich abstreifen kann. Ich schaffe es zum Glück, ihn vom Haus wegzukriegen, aber ihr seht den Richtwinkel, ne? Ich habe über seine Wanne geschossen. Ich fresse eine vom IS-7, aber das ist gerade weniger wichtig, als vom Objekt eine zu fressen, oder nicht zu fressen. Die Lorraine, ja, wer weiß. Und das war's erstmal. Ihr habt auch gesehen, ich habe gerade wieder die Remove Speed Covenant angemacht. Jetzt wollte ich sie gerade wieder ausmachen, aber gut. Das war, damit ich beim Umrunden einfach dran ein bisschen schneller drehe, bisschen schneller fahre, bisschen alles. Ich hoffe mal, ich merke das gleich, weil ewig wird von dir nicht entlassen, das verstehe ich den Motor. Noch eine in den ES7 und ich stehe hold down. Er breit ab. Und ihr seht gleich die Position, die behalte ich jetzt relativ lange. Und zwar mit gutem Grund. Ich kann leider nicht ganz auf den MR3 schießen, wegen diesen komischen Autos, Häusern oder sonst sowas. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? 7 kommt er wieder. Hopp, er kam nochmal. So, hier steht 10 zu 12 und eigentlich habe ich Schach schon aufgegeben, aber... Ach, den Schuss hätte ich nicht essen sollen. Zum Glück war der Stock EN100. Immerhin 500 Schaden sind 500 Schaden. Oh, M103 Seite, auch noch getrackt. Und der E3, der spielt echt gut, muss man gleich sagen. Also. Nochmal getrackt, nochmal M103 Seite. Und die brauchen gar nicht auf mich schießen, ehrlich gesagt, wie ich gerade da stehe. Das ist das Problem bei WOT mit den Wracks, dass man nicht so gut sehen kann. Sieht die... Ne, ihr wisst schon. Die Ränder der Panzer nicht, wie man sonst sieht, aber gut. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Ich bin nicht ganz sicher. Ich lasse es also erstmal. Bleib hold down. Jetzt wird's hart. Der Schuss, warum hätte der nicht treffen können? Hätte das Spiel gewonnen. Gut, wir ignorieren ihn erstmal. Oder ich habe ein Auge drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich meine Turmleute den vor mir zeige, ne? Was stellt euch vor, nicht gerade das ist, was ich machen will. Oh. Der frisst einmal fett, das Objekt. Und so viel zur schlechten Genauigkeit. Ich nehme es raus. Und damit denke ich mir dann mal, ja, der Waffenträgerpanzer 4 muss da raus. Und ich greife ihn an. Und ihr seht gerade, was Leck und ich, wenn ich schlecht spiele, das ungefähr macht. Und der schlechte Richtwinkel. Ich fahre raus, fress ein und schieße daneben. Die Distanz, ich habe einfach daneben geschossen. Und dafür verdiene ich echt eine Medaille für Grottig-Spieler. Aber ich habe gar nicht mal daneben geschossen, glaube ich, ich habe einfach über die Wanne drüber geschossen. Und er nimmt mich raus. Stellt es euch vor. Das war gerade so schlecht von mir, aber ihr seht einfach auch die Probleme mit dem Richtwinkel. Zeigt mir kurz das Ende der Schlacht in mal 2 Geschwindigkeit. Der E3 nimmt den T30 raus, aber er hat einen kaputten Motor. Und macht einfach nicht mehr viel. Also das One-Shot gegen One-Shot, ne? Ich habe immerhin 5100 Schaden gemacht. Aber eben auch nur 5100. Der E3 ist gar nicht dumm, er denkt wahrscheinlich, guckt ihn jetzt mal bei der anderen Ecke raus. Tut er nicht, er breit ab. Die drei trackt ihn nicht, weiß ich gar nicht. Naja, und er ist tot.